damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg, das Quiz mit Tisch. Heute mit Gefragt, Gejagt, Jäger, Sebastian Jacobi. Und unserem Wildcarder, Elia. Wenn ihr euch jetzt denkt, ihr möchtet auch mal hier sitzen mit uns und einem Promi, dann schreibt doch mal in die Kommentare, warum seid ihr so stark und so schlau und denkt, dass ihr uns schlagen könnt. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Es geht heute natürlich wieder um die Goldene Tischplatte. Herr Jacobi, sind der Quizgott? Ja, sagt man gelegentlich. Ja, ja. Ob das heute auch so ist? Ja, ich sehe die Fallhöhe und ich sehe das grüne Getränk und ich habe dann vorbereitet, wenn es schief geht, mich in den Hulk auch zu verwandeln. Das ist natürlich... Elia, bist du schlau? Wir siezen uns. Sie. Elia, Sie. Schlau. Nein. Alles klar. Traumfabrik. Welches Säugetier gilt als König der Tiere? Der Affe. Löwe. Oder nicht? Herr Jacobi, wir sehen schon. Ja, es wird sich direkt zum Affen gemacht. Bei mir kommt jetzt wahrscheinlich eine Musikfrage. Was ist denn der Löwe? Ja, ja, natürlich. Ja, ja. König der Löwen! Aber King Louis ist auch ein König. Ja, der König aus dem Affenstall. Kennen Sie nicht Simba, Mufasa? Elia, bist Sie schlau? Nein. Alles klar. Ja, die Zeit mit dem Tigerkönig im Fernsehen ist ja schon vorbei. Ja, gib dir erstmal. Skoll. Zum Wohl. Aber es ist nicht das erste Mal, dass du eine Frage, die erste direkt falsch beantwortet hast. Bitte dann Sie bleiben. Dass Sie die erste Frage. Elia, ja. Sie sind aus Meerbusch, habe ich mir sagen lassen. Das ist absolut richtig. Commander Krieger, der Streaming-Gott, der Let's Play-Gott, wohnt auch in Meerbusch. Ja. Oha, also das wusste ich nicht. Die Frage vielleicht gleich ersparen. Herr Jacobi, Sie sind extrem intelligent. Kennen Sie jemanden in Ihrem Umkreis, der noch schlauer ist als Sie? Ja, meine Frau. Ja? Sie noch schlauer? Das sage ich immer zumindest, ja. Aber Sie kennen ja aus dem Fernsehen von Gefragt, Gejagt. Ganz genau. Und wie hoch ist denn der Druck, wenn man da sitzt und quasi, was ist denn, wenn Sie mal eine schlechte Woche haben und dann einfach 3, 4, 5 Folgen total schlecht sind? Dann werde ich wahrscheinlich gefeuert. Ganz genau. Also, der Druck ist natürlich kaum messbar hoch, aber über die Jahre gewöhnt man sich ein bisschen dran und hat dann vielleicht auch einen kleinen Vorteil gegenüber den Kandidaten, die das dann doch normalerweise nur einmal erleben. Sind Sie noch aufgeregt da noch oder können Sie sich so fokussieren, dass Sie wissen? Ja, ich denke, eine gesunde Aufgeregtheit gehört immer dazu, ein bisschen Lampenfieber, sonst ist man auch nicht in der Quizlaune, ja, die Kandidaten rauszuhauen. Man darf nicht satt sein. Genau. Was ich eigentlich nie bin. Warum nicht? Auf welchem Kontinent liegt die Wüste Sahara? Afrika. Im Titellied welcher Kindersendung heißt es, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir sind mit. Ach, was? Was? Sesamstraße! Das hätte ich auch nicht gewusst. Elia, Sie, schlau? Nein. Alles klar. Dennis, was ist denn los? Wir wollten uns heute nicht vor ihm blamieren. Das ist, ich habe mir diesen scheiß Affen immer noch im Kopf. Ich wollte erst dann mit der Maus sagen. Dass Sie eine Frage falsch beantworten, ist ja unglaublich. Nach 8 Minuten erst 3 Fragen durch. Prost. So wohl. Schmeckt gut. Mhm. Ich freue mich, dass du da bist. Das mit einem oder zwei S? Mit einem. Was ist denn mit Ihnen heute los? Das ist die Runde der Volltröten hier. Ja, kacke. Ja, dann Prost. Doppel S natürlich. Stimmt. Komma. Aber Sie haben auch einen Das-Das-Fehler. Finger runter. Kann aber sein, dass man so einen Meerbusch mit einem S. Ja, kann natürlich sein. Sie haben sich extra den Anzug geholt für diese Sendung. Nee, nicht, sondern das zum ersten Mal, dass Sie ihn heute tragen. Ja, genau. Ich habe von Kai Pflaume gelernt, dass man, wenn man sitzt, den Anzug aufmachen soll. Ehrlich? Ja. Wenn Kai Pflaume was sagt, dann stimmt es auf jeden Fall auch. Die Figur ist ja auch so ähnlich wie bei Kai Pflaume. Ja. Richtig. Obwohl, ich habe ja gesehen, Kai Pflaume haben Sie auch schon mal kennengelernt. Ja, ich stand davon aus. 2, 3 Mal. Der ist hartig und muskulös. Der ist gut drauf. Der jeden Tag muskulöser. Aber Sie auch, Herr Jacobi, sind ja Europameister im Curling, habe ich gesehen. Das bin ich, ja. 2008 habe ich in Kitzbühel was gewonnen, genau. Das hätte ich Ihnen ja, also ich hätte es Ihnen zugetraut, aber dass Sie auch in so vielen Bereichen so stark sind, hätte ich jetzt, also intelligenzmäßig, ganz hohe Liga. Curling ist und Europameister noch in einem Sport. Naja, also die hat ja in beiden Fällen einen Downturn. Viele behaupten ja, Curling wäre kein Sport. Und ob Chris jetzt gerade in so Gänze ist, weiß man auch nicht. Also, außerdem seien Sie nicht immer so frech. Wie nennt man einen am Fahrrad angebrachten Generator? Dynamo. Oh. Wie heißt die größte Schlagader des menschlichen Körpers? Aorta. Wie heißt das gelbe Elektro-Pokémon, das Ash in der ersten Folge des Animes von Dr. Eich bekommt? Pikachu! Oh, was war das jetzt? Gerade noch! Von welcher Pflanze ernährt sich der große Panda fast ausschließlich? Eukalyptus? Nee, Bambus, oder? Schambus. Eukalyptus ist der Koala. Ja, stimmt, das war, die Folge habe ich vorhin noch gesehen. Ja. Schon wieder.
Trinken Sie denn auch im Privatleben so ein paar kleine Shots? Ja, auf jeden Fall, immer. Also ja. Das ist mein Leibgericht. Wir müssen natürlich dazu sagen, darin befindet sich kein Alkohol, sondern es ist einfach nur absolut ekelhaft. Das stimmt. Aber übrigens auch schwierig. Auf Isländisch heißt der Panda Bambusbjörn. Deswegen auch Bambusbär. Björn heißt auf Isländisch Bär. Krass. Aha. Wie heißt Ich gehe spazieren im Perfekt? Ich werde spazieren gehen. Ah, das hätte ich auch nicht gewusst. Hätten Sie das gewusst? Ich weiß nicht, ob ich es in 2 Sekunden geschafft hätte, aber ja, grundsätzlich schon. Und Sie? Auf gar keinen Fall. Sie? Nee, ich nicht in der Drucksituation. Ich kenne nur Plusquamperfekt. Das wird in Duisburg auch gern benutzt. Nur rein damit. Ja. Augen zu und durch. Nur nicht die Nase dabei zuhalten. Ich glaube, das soll es noch schlimmer machen. Ja, denn schon, oder? Genau. Herr Jakubi, Sie spielen ja auch immer nicht gegen Herrn Bommes, aber mit Herrn Bommes quasi, weil er ist ja der Moderator bei Ihrem Quiz, gefragt, gejagt. Das behauptet er zumindest von sich. Ja. Wie ist denn das private Verhältnis? Verstehen Sie sich gut oder ist da eine Feindschaft wie auch in der Sendung? Sie sehen das ja, wie es in der Sendung abläuft. Ja. Also gelegentlich versucht er auch hinter der Bühne mal zu singen und dann muss ich immer schauen, dass ich einen Maulkorb bereitlege. Also das ist schwierig mit ihm, nein. Die haben ihn verboten zu singen, habe ich. In der neuen Staffel darf er es nicht. Ja, nicht ganz so. Ich hatte einen Auftritt als Helfer von ihm, als Telefonkandidat oder Joker bei Wer weiß denn sowas? Genau, und dann hatte ich ihm etwas helfen können, was den Planeten Mars betrifft. Mhm. Und seitdem hat er versprochen, in meinen Sendungen 2 Jahre nicht zu singen. Jäger, ich bin der Bombe, solch Pfeifen schieß ich auf den Mond. Idioten bringen Quoten, aber das hier, das ist meine Show. Sind Sie denn eigentlich enttäuscht, wenn Sie meine Frage falsch beantworten, bei Gefragt gejagt? Ich bin ja auch außerhalb vom Fernsehen Quizzer und engagiere mich sehr fürs Quiz und spiele Wettkampfquiz. Und ja, wenn man eine Frage falsch hat, dann ärgert man sich. Aber gleichzeitig, wenn sie schön ist, instruktiv die Frage, dann lernt man eben was dabei und kann eben ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen über irgendwelche Internetseiten. Und dann freut es mich wieder, wenn ich was Neues habe. Aber Sie können doch quasi mit Ihrem ganzen Wissen ganz viele, also bei Wer wird Millionär zum Beispiel, die würden doch bestimmt total weit kommen, oder? Ja gut, aber es gibt trotzdem nach wie vor unheimlich viele Fragen, ja, die man eben, deren Antwort man nicht kennt. Und das auch kann einfach. Haha, ja gut. Welche Band hatte Hits wie Heart-Shaped Box, Lithium und Smells Like Teen Spirit? Nirvana. Wie heißt die offizielle Residenz von Queen Elizabeth? Empire. Buckingham Palace. Genau, Empire? Also denkst du, Sie blamieren uns hier wirklich. Ich dachte schon, ich bin dumm. Elia, bist Sie schlau? Nein. Alles klar. Ich habe mich so auf den Tag gefreut, schon morgens. Habe ich mir gedacht, heute mache ich hier Quiz. Aber dabei hätte es auch mindestens 2 richtige Antworten gegeben. In Schottland hat es ja auch noch eine offizielle Residenz. Holyrood House. Ach, dann ist die Frage ungültig. Ja, ja. Ah, nee, es gäbe nur einfach 2 Möglichkeiten. Ja, du kanntest keine von beiden. Sie. Los, geben Sie sich den Willen. Ich bin extrem enttäuscht gerade. Hoffentlich schalte ich mich als Erster aus. In welcher Fußballmannschaft spielen Christian Früchtel, Dayot Upamecano und Leon Goretzka? Dortmund. Oh Gott, Bayern München! Scheiße! Das haben sie jetzt aber absichtlich gemacht. Auf jeden Fall. Oh. Oh, wow! War ein kurzes Vergnügen, oder? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zu meiner Beerdigung. Elia, bist Sie schlau? Nein. Alles klar. Elia, natürlich riesen Applaus, dass Sie mitgemacht haben. Dabei sein ist alles. Genau, Teilnehmerurkunde. Wir sind jetzt nicht der intelligenteste Wildcard, den wir jemals hatten, aber der bestgekleidetste auf jeden Fall. Das ist doch schon mal etwas. Dann haben Sie noch eine Verabschiedung in Ihrer Kamera und dann dürfen Sie verabschieden. Und dann reingucken, einfach Tschüss sagen. Ja, oder? Tschüss. Weiter geht's. Welcher berühmte Archäologe soll nächstes Jahr sein 5. Kinoabenteuer bestreiten? Indiana Jones. Stark, stark. Seerosen bewachsen einen See. Jeden Tag verdoppelt sich die Anzahl der Seerosen. Nach 48 Tagen ist der See voll. Nach wie vielen Tagen war er halb voll? Nach 47 Tagen. Da wäre ich schon gescheitert. Ja. Für was steht die Abkürzung YOLO? You only live once. Achso, wir sind ja raus. Entschuldigen Sie. Wodurch wurden noch bis 1977 Menschen in Frankreich hingerichtet? Durch das Beil. Guillotine. Ja, ist doch das Beil. Oben ist das Beil. Durch das Beil der Guillotine. Ich denke, Fallbeil könnte man gelten lassen. Ja, Fallbeil gelten lassen. Ja, Licht direkt wieder aus, die Technik ausmachen. Wie heißt eine der 4 japanischen Hauptinseln, nach der auch ein Kürbis benannt worden ist? Hokkaido. Oh Mann! Wollte Wassermelone sagen.
Halloween. Ja, Shikoku-Kürbis kannte ich jetzt nicht. Wie heißt die App, bei der Menschen sich in digitalen Räumen austauschen und die kurzzeitig einen Hype erlebte? Clubhouse. Durch welches Computer- und Videospiel ist der Floss Dance populär geworden? Metal Gear Solid. Fortnite. Ich bin auch kein Zocker. Nein. Das wäre meine Chance gewesen, das grüne Zeug auch mal zu sehen. Hätten Sie es gewusst? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja. Ich stand auch heute unter einem schlechten Stern bei ihm. Ich habe schon gemerkt in den Augen. Erste Frage direkt falsch. Ja, ja. Ja, ist manchmal so. Ich habe den Kopf woanders. Ich hole nachher 5 Welpen ab, die ich aufziehe. Ist auch schwierig, die Doppelbelastung moderieren und Fragen beantworten. Das ist auch eigentlich unfair, weil ich habe hier noch mit Moderationskarten zu kämpfen. Vor allem müssen wir uns alle siezen. Das ist richtig, ja auch das ist auch, mache ich auch nie. C'est la vie. Aber trotzdem wäre ich schön. Boah, ich wusste gar nicht, dass du Portugiesisch kannst. Nun, es ist passiert. Ich bin im großen Finale durch meine atemberaubende Leistung heute. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt ich gegen Sebastian Jacobi bei Entweder oder. Wahr oder falsch? 5 plus 5 ergibt 10. Wahr. Ein Jahr hat 14 Monate. Falsch. Laut einer bekannten Redewendung hat der dümmste Bauer die dicksten Kartoffeln. Wahr. Dennis und Benny Wolter haben bei Kartoffelsalat 3 mitgespielt. Das ist richtig, wahr. Der Bruder von Super Mario heißt Giovanni. Falsch. Assi Toni hat in seinem Leben schon mehr gefickt, wie er gepisst hat. Kleiner Schatz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Wahr. Aha. Unsere aktuelle Bundeskanzlerin heißt Gina-Lisa Lofink. Falsch. Verdammt. England holte 1966 seinen letzten internationalen Titel. Das ist wahr. Punktrechnung vor Strichrechnung. Richtig. Wladimir Putin ist eine Ikone der LGBTQ-Bewegung. Falsch. Als die Pyramiden gebaut wurden, gab es noch Mammuts. Ist wahr. Was? Hä? Ja. Gefängnisausbrüche sind in Deutschland nicht strafbar. Falsch. Das ist doch nicht irgendwie das Recht der Freiheit oder sowas? Ja, man darf ausbrechen. Ja, genau. Man darf ausbrechen? Man darf ausbrechen. Und warum wird man denn aufgehalten, wenn man ausbricht? Naja, man muss ja wieder rein, aber man wird nicht bestraft extra für den Ausbruch. Genau, nur für die Straftaten, die man dabei begeht. Das heißt, wenn ich die Wand kaputt haue und rausgehe, aber nicht weggehe, habe ich nichts falsch gemacht. Ja, und die Mammuts lebten 2500 vor Christus noch auf der Wrangelinsel, davor Sibirien, nördlich von Sibirien. Krass! Aber haben Mammuts auch mit Dinosauriern gelebt? Das glaube ich nicht, nein. Ich wusste das nicht. Ja, Kreidezeit ist ja 70 Millionen Jahre vor Christus, also nein. Und Säbelzahntiger, wann gab es die? Ja, die finde ich faszinierend. Auch im Pleistozän, ja, stimmt schon. Ja. Was ist mit Affen? Elia, bist du sie? Schlau? Nein. Alles klar. Ja, das ist mein letzter Drink. Ich ach so, es ist Ihr letzter Drink? Wir können halb-halb machen. Also. Dann trinken Sie den ganz, hoffen Sie voll. Ich würde mich einen probieren. Zumindest. Probieren Sie auf jeden Fall mal. Ja, jetzt kommt der große Moment. Sehr zum Wohl, die Herren. Mhm. Ah. Oh, das ist aber schmackhaft. Ich bin raus. Ich trinke trotzdem noch einen. Ich muss sagen, wir tun doch alle nur so. Der ist eigentlich total lecker. Genau. Wir tun nur so, als wäre das ekelhaft. Stellen Sie sich nicht so an. Und damit gewinnt der Quizgott Sebastian Jacobi die goldene Spitze. Achso, Moment. Goldene Quizplatte. Ja, was bleibt mir anders zu sagen, außer Riesenapplaus an Elia. Die waren einfach dabei, Zara. An den Jacobi natürlich auch ein Riesenapplaus. Okay. Herr Wolter, wir sind im Finale. Und für mich natürlich auch ein toller Applaus hier. Oben gibt es ein tolles Video von Valulis und zwar Gefragt, gejagt, das Erfolgskonzept. Und unten gibt's Rezept. Und unten gibt es die letzte Folge von Korrekt, oder? Wie heißt das, Horvath? Weg. Weg, genau. Auf Wolters Wiedersehen und Farewell.